Und die Materialwirtschaft hat eine sehr einfache Struktur. Ich muss planen, ich muss beschaffen, ich muss lagern, ich muss transportieren und ich muss entsorgen. Sehr einfach und sozusagen nahezu haptisch vorstellbar. Hier kann man sehr schön mit Bildern arbeiten, um diese Grundstruktur sich vorstellen zu können. Und wir sind in der Materialplanung im Moment. Und wir haben gesehen, dass es in dieser Materialplanung zwei Grundansätze gibt. Einmal verbrauchsorientiert, gleich vergangenheitsorientiert, gleich stochastisch. Oder bedarfsorientiert, gleich zukunftsorientiert, gleich deterministisch. Im ersten Fall bestimme ich meinen Materialbedarf für den Monat Januar, ausgehend von meinem Verbrauch vom Monat Dezember zum Beispiel, oder vom Januar des Vorjahres, wie auch immer, was hier sinnvoll ist, auf jeden Fall aus der Vergangenheit. Deterministisch bedeutet, ich schaue auf den Markt, schaue auf den Bedarf an Endprodukten, bedarfsorientiert und rechne rückwärts. Das ist deterministisch. Und genau da sind wir jetzt. Und ein Hilfsmittel dieser deterministischen Vorgehensweise sind die Stücklisten. Die Stücklisten sind nämlich erstellt von den Endprodukten, sozusagen wie viele Stücke stecken da drin, das aufgelistet. Voilà, damit haben wir unseren Materialbedarf. Stücklisten kann man nun unterteilen, da gibt es verschiedene Arten von Stücklisten, und zwar einmal nach ihrer Aufgabe. Nach ihrer Aufgabe links, da gibt es zwei Möglichkeiten, und nach Art der Darstellung, da gibt es drei Möglichkeiten. Also, Stücklisten unterschieden nach Art ihrer Aufgabe oder nach ihrer Aufgabe besser und nach Art der Darstellung. Nach ihrer Aufgabe unterscheiden wir Konstruktion und Fertigung. Konstruktionsstückliste und Fertigungsstückliste wären dann die beiden Stücklisten, die wir nach ihrer Aufgabe unterscheiden. Ja, okay. Konstruktions- und Fertigungsstückliste. Und nach Art der Darstellung Mengen, Struktur und Baukasten. Mengen, Struktur und Baukasten. Dementsprechend hätten wir eine Mengenstückliste, eine Strukturstückliste und eine Baukastenstückliste. Diese Struktur ist für uns nur eine momentane Hilfe, damit wir durch die nächsten Minuten strukturiert durchkommen. Die Wahrheit ist, dass man heute mit Universalstücklisten arbeitet, dass man heute das alles digitalisiert hat und dass es eine Frage des Filters ist. Ja, ist eine Frage des Filters, ne? Ich gebe also einen entsprechenden Filter und dann erhalte ich das nach Struktur, erhalte ich das nach Baukasten, erhalte ich das nach Menge. Das ist heute ein bisschen anders. Das hilft uns also durch die nächsten Seiten. In der Praxis geht das digital, geht das über den entsprechenden Filter, ne? Universalstücklisten nennt man das heute. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.